Es gibt einen Ort in Bayern, der heißt Maxlrein und die lassen in ihr Glas nur die Maxlrainer Helle rein. Jetzt bei probiertv. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei probiertv. Ihr habt heute den deutschen Adventkalender vor euch und wenn ihr das... Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von probiertv auf den Spuren des Beer Tasting Club Adventkalenders. Wenn ihr die deutsche Ausgabe vor euch habt, dann habt ihr heute dieses Bier hervorgezogen, das Maxl Helles, beziehungsweise das Original Maxl Helles aus der Schlossbrauerei Maxlrein. Und nach alter bayerischer Rezeptur steht drauf, es ist tatsächlich ein Rezept aus 1877, was hier zum Einsatz gekommen ist. Und das hat man ja über die Jahre hin weiter überliefert und man hat es jetzt offensichtlich ein bisschen neu interpretiert, vielleicht auch im Zuge der allgemeinen des hellen Revivals. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, es ist für mich eine tolle Flasche. Ich mag die Euroflasche sehr, sehr gerne und ich finde sie besonders witzig und auch nett, wenn es die 0,33er Variante ist. In der Halbliter Variante kennt man es ja schon, aber offensichtlich auch die 0,33er Variante jetzt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren immer mehr am Markt. Und ich finde es eine schöne Größe, lustige Form und gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Bottle Cap auch mit dem gesamten Logo, beziehungsweise auch sogar die Bier obendrauf. 5,1 Volumenprozent Alkohol hat dieses Bier, 11,8 Plato und 18 Bittereinheiten. Also auf der Seite der Bittere ist es dann tatsächlich eher ein etwas zurückhaltenderes Bier. Und ich werde jetzt mal hier das Glas damit füllen und schauen, was wir dann zustande bringen. Aber ihr seht schon, der Name Helles ist auch bei diesem Bier tatsächlich Programm. Ein richtig schön glanzfeines Bier. Schöner, kräftiger Schaum auch obendrauf. Das sind locker 3 Finger breit. Sitzt auch, ja, schön kompakt obendrauf. Viel Kohlensäure, die da durch das Glas tobt. Also ein richtig schön frischer Biergenuss, der uns möglicherweise jetzt gerade erwartet. Ja, und es ist tatsächlich eine sehr, sehr frische Nase. Schöne Hopfenblume. Zitrusfrucht ganz leicht. Und auch so malzig, getreidige Töne. Also von der Nase her muss ich sagen, sehr, sehr klassisch, aber sehr, sehr gut. Cheers. Also, hat sehr viel Malz mit dabei. Das geht in so einen brotigen Ton mit rein. Die Zitrusfrucht aus dem Aroma ist auch leicht drin, jetzt nicht zu dominant, aber ist mit dabei. Es ist insgesamt sehr trocken. So wenig Süße bei dem Bier mit dabei, obwohl, wie gesagt, dieses brotige Malz mit am Start ist, hat eine, ja, grasige, frische Hopfennote und eine sehr sanfte Bittere, die auch diesen 18 Bittereinheiten da tatsächlich absolut gerecht wird. Sehr schlanker Körper, intensive Kohlensäure und ein sehr, sehr süffiges Bier, schön frisch. Läuft tatsächlich richtig schnell. Das ist so ein Bier, wo ich sagen muss, wenn man da einen Sechser-Tragerl vor sich stehen hat, muss man aufpassen, dass man, wenn man im Trinken ist, dass man das nicht dann an einem Abend vernichtet. Leicht cremig, auch von der Textur her. Und hinten raus ist es dann schön malzbetont, Fruchtigkeit ist noch da, diese Zitrusfrucht, die schwingt dann ein bisschen mit und es verliert sich so ein bisschen dieses hopfige, leicht bittere, sondern hinten hat dann die Fruchtigkeit und das Malz dann wieder ihren Platz. Also, es ist jetzt kein Bier, wo ich sage, wow, mega komplex, total super, noch nie da gewesen, aber es ist ein grundsolides, helles
und muss ganz ehrlich sagen, schmeckt sehr, sehr gut. Das Maxlreiner Original Maxl Helles. Und deshalb gibt es von Probier.TV für diese Helle 3,5 Punkte für das Original Maxlreiner Helles aus Bayern, was ihr heute aus dem deutschen Biertasting Club Bier Adventkalender gezogen habt. Wenn ihr anderer Meinung seid und das Bier viel höher bewertet wisst, dann lasst uns diskutieren. YouTube, Facebook, Blog, Instagram, wo immer ihr wollt. Ich freue mich über eure Reaktion und könnt aber auch dieses Bier bei der Biertasting Club App raten, wie es so schön neudeutsch heißt. Gebt eure Meinung ab, sagt, wie dieses Bier euch geschmeckt hat, um dann mal zu schauen, welches Bier tatsächlich in den einzelnen Kalendern euer Favorit des Jahres gewesen ist. Und lasst nicht immer diese Biere, die einfach schon jetzt eine große Zuschauer- bzw. Fangemeinde haben, gewinnen, sondern unterstützt auch mal so vielleicht die kleinen Außenseiter mit eurer Meinung. Jede Stimme zählt. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probier.TV. Bis dann, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.